Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pilgrim-Video. Ich freue mich super, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein neues Rezept mit dem Philips Airfryer XXL. Wir lieben ja dieses Gerät total, also mein Freund und ich. Wir benutzen es sehr, sehr häufig, wenn nicht jeden Tag. Und ich muss echt sagen, also wirklich jetzt, wenn ihr ein Gerät braucht in der Küche neben einem guten Mixer, sollte man auf jeden Fall auch haben. Dann auf jeden Fall den Airfryer, weil man kann so viel damit machen, wenn es auch nur das Aufwärmen ist von irgendwas. Es geht super schnell, es ersetzt den Ofen und auch die Mikrowelle sozusagen in einem. Also es ist halt schnell, effizient und man braucht halt nicht vorheizen, man braucht kein Backpapier. Alles geht schneller, vielleicht ungefähr die Hälfte der Zeit, die man braucht, und alles geht mit weniger Fett, was cool ist. Das nur mal so als kleine Randinformation. Ich habe euch auch beim letzten Video schon ganz viel über den Airfryer erzählt. Ich dachte mir nämlich, dass ich heute, weil ich das letzte Mal etwas Herzhaftes gemacht habe, dieses Mal etwas Süßes machen werde. Ihr habt schon in der Überschrift gelesen, Churros werden heute gemacht. Und zwar ersetzen wir das Frittieren. Einfach mit dem Airfryer. Genau. Also bleibt jetzt dran für das leckere Rezept. Wir müssen natürlich den Teig erstmal vorbereiten. Das geht super einfach. Ihr schnappt euch eine Schüssel und da mischt ihr erstmal Zucker und Zimt. Ganz basic. Das ist das, was wir vorbereiten für später. Hier ist es ganz wichtig, als kleiner Tipp nochmal, den feinen Zucker zu nehmen. Das funktioniert am allerbesten. Und also feiner weißer Zucker, das funktioniert am allerbesten. Einfach mit Zimt mischen und beiseite stellen für später. Dann schnappt ihr euch eine andere Schüssel und da mischen wir das Mehl zusammen mit Backpulver und etwas Kurkuma. Ich gebe immer ganz gerne Kurkuma in Teigspeisen rein, einfach damit die Farbe nochmal schöner wird. Das ersetzt quasi die Optik des Eigelbes, damit es einfach schön golden aussieht, genau. Das müsst ihr aber nicht machen, wenn ihr das nicht da habt, könnt ihr das auch weglassen. Das schön vermischen und dann auch nochmal beiseite stellen. Dann stelle ich einen Topf auf und zwar gebe ich da rein Wasser, Zucker, Salz, Vanilleextrakt. Da könnt ihr auch einfach Vanillezucker nehmen. Hier am besten den mit der Bourbon-Vanille, also kein Vanillinzucker, sondern wirklich echten Vanillezucker. Ist nochmal leckerer einfach. Oder halt Vanilleextrakt, das ist halt aus der Vanille die Schoten ein Extrakt gewonnen. Das ist auch nochmal intensiver und schmeckt richtig lecker. Und dann noch Pflanzenmargarine. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da findet ihr das komplette Rezept und dann lassen wir das Ganze aufköcheln, einfach bis alles verschmolzen ist und aufgelöst ist, also der Zucker aufgelöst ist und die Margarine schön geschmolzen ist. Dann geben wir auch schon das Mehl hinzu und das geht jetzt recht flott. Schnappt euch am besten einen Holzlöffel und dann heißt es erstmal schön Bizeps arbeiten. Also das ist auch ganz gut, so ein kleines Workout zwischendrin sozusagen. Also das ist wirklich, der Teig ist wirklich, wird fest. Also das ist ja quasi ein Brandteig. Wir schalten hier auch schon die Hitze komplett runter, brauchen wir nicht. Die Hitze vom Topf reicht völlig aus. Dann vermengen wir das Ganze, bis wir so einen Ball bekommen. Und richtig schön einarbeiten das Mehl, dass wir auch keine Klumpen haben, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann lassen wir den Teig erstmal auskühlen, weil er viel zu heiß ist, um weiter damit zu arbeiten. Also gerade weil ich habe solche Einweg-Spritzbeutel und die können schmelzen. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten, dass der Teig entweder zimmerwarm oder am besten sogar ausgekühlt ist. Das sind übrigens auch meine letzten Spritzbeutel. Ich werde mit dem nächsten Mal so ein richtig schönes Teil holen, was so für immer bleibt. Genau, aber ich wollte das noch aufbrauchen, deswegen. Ich rede nur aus meiner Erfahrung heraus. Ich wollte euch das natürlich ersparen, deswegen macht es dann so, dass ihr vorne schön rausdrückt. Und dann könnt ihr eure Form wählen, die ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel einfach so Herzen machen oder kleine Stücke oder eben, ja, so traditionell, sage ich mal, circa 5 cm oder 5 bis 10 cm Streifen einfach rauspressen und dann einfach abschneiden mit einem Messer. Das mit dem ganzen Teig so fortführen, beziehungsweise so viel in den Airfryer passt, weil ich drücke dann immer frisch hinaus sozusagen. Genau, dann packe ich meine fertig gespritzten Churros auch schon in den Airfryer.
einfach so schon hinein. Wie ihr seht, es gibt 5 Voreinstellungen am Airfryer und auch manuell kann man etwas eingeben. Ich wähle manuell aus, das ist das M, und dann kann ich einfach meine Temperatur manuell einstellen, wie auch die Zeit. Ihr könnt auch die Schublade des Airfryers währenddessen einfach herausziehen, schauen, ob alles schon goldbraun geworden ist. Wenn nicht, dann einfach zumachen und weiter geht's. Man kann einfach loslegen, ohne vorzuheizen. Das ist das Allerbeste, wie ich finde, ohne noch diese Warterei am Anfang. Und so spart man sich nochmal Zeit. Und dann zählt einfach die Zeit runter und klingelt kurz, dann wisst ihr Bescheid, dass alles fertig ist. Das ist der Punkt, wo wir uns eben das Fett sparen. Wir haben natürlich ein bisschen Fett in den Teig gegeben, aber es ist jetzt nicht so viel, wie wenn wir es frittieren würden. Der Airfryer funktioniert nämlich mit einer Heißlufttechnologie, die ist patentiert von Philips, diese Seesternform, damit es so richtig gut zirkuliert und einfach rundum, so 360 Grad sozusagen, schön die Hitze überall drankommen kann. Das ist das Besondere auch, dass wenn man nämlich etwas drauflegt, dass es auch von unten schön braun wird, also es wird rundum braun. Das ist das, was mir auch besonders gut gefällt. Und genau, dann warten wir einfach die Zeit ab. Wie gesagt, 12 Minuten hat es jetzt bei mir gedauert. Dann sind sie fertig und ich gebe sie erstmal auf einen Teller und bepinsel sie jetzt mit etwas Margarine. Also ich hab Margarine einfach zerlassen und pinsel sie jetzt einfach damit ein. Das mache ich aus dem Grund, weil eben die Churros kein Fett haben an sich so. Dann würde unsere Zucker-Zimt-Mischung einfach nicht dran haften bleiben. Und das ist jetzt einfach nur, das dient quasi als Kleber für unsere Zucker-Zimt-Mischung. Also es ist auch nur ganz dünn, so haben wir trotzdem weniger Fett. Also es ist trotzdem ein kompletter Unterschied, als wenn man das frittieren würde. Dann gebe ich die eingepinselten Churros in die Zucker-Zimt-Mischung, schüttel nochmal kurz und dann haftet auch alles ganz schön, wie ihr seht. Und es sieht schon so richtig lecker aus und es schmeckt auch super lecker. Und dann sind sie auch schon fertig. Ich kann euch noch als Tipp geben, falls ihr den ganzen Teig nicht sofort machen wollt, könnt ihr die auch einfrieren und dann einfach in den Airfryer packen. Dauert ungefähr die gleiche Zeit, ich habe das schon ausprobiert, dauert auch nur so 12 Minuten bei 190 Grad und danach einfach wieder bepinseln, in Zucker-Zimt-Mischung fertig. So habt ihr dann immer Churros parat. Das ist auch geil, oder? Dann spart ihr euch dieses Rauspressen, ne? Den Spritzbeutel, die Action. Und ihr habt das dann einmal gemacht, genau. Hier sind sie. Ich wollte noch den Taste-Test mit euch machen. Ich habe natürlich schon sehr, sehr viele genascht, ja, natürlich. Aber mal mit euch zusammen. Die sehen super lecker aus. Ich kann euch jetzt schon sagen, sie schmecken ein bisschen anders als natürlich frittierte, ist klar. Sie sind außen wunderschön knusprig, innen so ein bisschen fluffig, also der Teig ist schön so aufgegangen, das macht das Backpulver. Und einfach diese Zucker-Zimt-Mischung gibt einfach diesen typischen Churros-Geschmack. Ihr könnt jetzt noch so eine Schokoladensoße machen, wenn ihr möchtet. Ich esse die ganz gerne, ehrlich gesagt, nur so, weil mir ist es schon süß genug. Oder, kleiner Tipp, wenn ihr auf den Zucker außen verzichten möchtet, dann könnt ihr die auch so lassen und dann einfach mit Apfelmus zum Beispiel dippen, so für die zuckerfreie Version. Also ihr könnt auch den Zucker im Teig auslassen. Ist auch eine Variante, ist nochmal was ganz anderes natürlich, nicht unbedingt Churros. Einfach, falls ihr eine zuckerfreie Variante möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch so machen. Schmeckt sicherlich auch gut. Das Problem bei diesen Churros ist nur, dass sie so leicht schmecken. Also man hat ja mal nach den normalen Churros, die im Fett gebacken sind, irgendwann schon so das Gefühl, jetzt ist zu viel, ne? Ist halt sehr mächtig. Und bei denen ist es leider, dass die so leicht schmecken, dass man ziemlich viele davon isst. Also ich sag euch nur, ich habe nämlich schon sehr viel davon genascht. Also es ist Suchtgefahr hoch 10. Macht sie am besten, wenn ihr Besuch erwartet, dann sind sie weg. Für mehr Rezeptideen gibt es noch eine App und zwar ist es die NutriU App. Die könnt ihr ganz einfach downloaden und dann findet ihr noch mehr Rezeptideen zum Airfryer. Und falls ihr euch einen Airfryer zulegen möchtet, dann habe ich jetzt noch einen coolen Rabattcode für euch, denn ihr könnt 15% sparen. Auf alle Airfryer-Geräte gilt der. Und zwar mit dem Code FUNNYPILGRIM15, einfach im Philips Online-Shop. Den Link dazu werde ich euch nochmal in die Videobeschreibung posten, also dort reinsehen. Der Link gilt nur bis zum 30.11., also schnell machen, beziehungsweise vielleicht auch schon mal an Weihnachten denken. Kann auch ein tolles Geschenk sein für den einen oder anderen. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank an Philips für diese tolle Kooperation. Bis dann. Tschüss.